Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, und zwar heute von der App Dawn of Magic. Wurde mir auch mal irgendwann in den Kommentaren empfohlen, ich soll das doch bitte einmal spielen. Es sieht wieder so aus wie ein MMO auf dem Tablet, aber lass mal uns überraschen, ob das auch wirklich so ist. Vor 100 Jahren hat die Göttin einen magischen Kristall erstellt, um die Wünsche der Menschen, glaube ich, zu befriedigen bzw. zu erfüllen. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man die ganzen Intros nicht überspringen kann. Langsam, naja gut, ist ja egal. Wir werden so ein bisschen jetzt an die Vorgeschichte herangetastet. Es geht also um diesen Magic Dam, der anscheinend magische Power besitzt. Eine Stoppe besitzt auch ständig magische Power, auf den Countdown rüber zu switchen. Ganz toll von alleine, also Magie, Leute, Magie. Great Sanctuary. Da sind zwei Kristalle postiert. Die heiligen Hallen. Kanada. Wer ist das? Beschützt den Erzbischof. Lass uns angreifen. Oh, da hinten ist der Erzbischof. Und er scheint mit dem mysteriösen Mann unter einer Decke zu stecken. Okay, ich scheiß gerade mal auf die Story ganz kurz. Er versucht ihn zu verzaubern und er teleportiert sich hin und her anscheinend. Ich lasse die Story mehr. Vor allem ganz, Englisch ist es 1 Uhr nachts und nee, nicht so viel Englisch. Gut, das scheinen wir zu sein. Jack. Sieht cool aus. So eine Fliegerbrille, so eine Pilotenbrille. Und Cliff ist wahrscheinlich sein Vater. Und der lobt uns, dass wir so ein schneller Lerner sind. Jetzt haben wir was bekommen. Wir haben Dinge bekommen. Gut, dann werden wir mal ganz kurz auf das Menü gleich klicken. Sobald sie uns endlich mal lassen. Und wir sollen anscheinend zu Ellie gehen, laufen, wie auch immer. Gut, weil da oben haben wir das Menü, dann sollen wir auf den Kristall gehen. Dann haben wir den magischen Juwelenbeutel. Plus 2% Dextery, Equip können wir mal machen. Und Magic Flame Level 1, ist also ein Feuerball, 100 Punkte Feuerschaden auf einen Gegner mit 25 Mana-Punkten, die es kostet. Join the Battle. Also wir haben ja auf unserem Charakter 131 HP, XP, die wir noch bräuchten. 243 HP, 85 Mana-Punkte und 100 AP müsste dann wahrscheinlich die Ausdauer sein. Lass uns überraschen, wie das Kampfsystem funktioniert. Unser Gear. Normale Waffe, normalen Kopfschmuck, Körper. Es hat sein T-Shirt, Leggear, normale, also Schuhe. Und ansonsten nicht wirklich was Besonderes. Die hat 45 ATK dazu und Dextery 2. Defense Darkness Invalid. Immun gegen das oder was? Giftimmunität? Ne, glaube ich nicht. Gut, wo laufen wir lang zuerst? Naja, komm. Gehen wir nicht auf den Sack. Boah, die Steuerung ist ja komisch. Dafür sind meine Hände zu klein. Außerhalb des Hauses. So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Nee, was? Geht nichts kaputt zu machen oder so. Ich glaube, wir sollten ganz normal erstmal zu ihr gehen. Ich weiß noch nicht, wo ich lang muss. Der Mountain Path. Gut, ah, wir sind doch schon richtig, okay. Ah, wir haben direkt einen Gegner. Das ist ja uncool. Dann greifen wir ihn einfach mal an. Piu! Oh, die Spider hat 38 Schaden bekommen. Wir natürlich auch schauen, da unten seht ihr immer unsere Aktionsleiste. Huch, ne, ja, das ist schon richtig. Wir verbrauchen aber trotzdem irgendwie keine AP. Ich glaube, das sind besondere Punkte dann für unsere Fähigkeit. Ist ein bisschen gerade so ein bisschen an Grandia dann, dieses System. 10 Gold, 45, 54 Erfahrung. Wo sind eigentlich die Gegner? Die blauen Flammen sind die Gegner, oder? Ja, sind die Gegner. Ein blauer Wolf, Power. Wir haben leider noch kein Skill, aber wir haben irgendwo Magic. Wo haben wir denn den Magic-Button? Der Kristall wahrscheinlich, genau, Feuerball. Attacke! Bäm! Tja, doof gelaufen finde ich, weil du doofer Wolf. Hier wollte ich noch ganz kurz... Ah, okay, eine große Mana...
Ein großer Mana-Trank. Freeze Level 1. Ah, Gott, geh weg. Hat da mich doch erwischt, die Sau. Na komm, greif's doch an. Ich kann klicken, was ich will, und teilweise greift er nicht an. Gut, er hat uns gespinnt. Er muss anscheinend so Richtung Kopf zielen. Und die große Spinne auch wieder down. Jack reaches Level 2 und hat eine Flashbomb 1, eine Flashbomb bekommen. Okay, ich will gar nicht wissen, wo es hier noch weiter geht, da unten lang. Auf jeden Fall eine recht, ah, da ist sie. Hallo, hi Jack. Hi. Komm mir entgegen, blöde Kuh, weißt du? Ich muss da hochlatschen. Und du chillst da gemütlich hinab. Wir haben ne? Ah, jetzt haben wir hier eine Spezialfähigkeit. 20 Punkten an Schaden zu einem Gegner, 60% Chance, dass der Gegner in Dunkelheit fällt für 3 Runden. Und ich würde sagen, dann usen wir einfach mal. Ah, in Dunkelheit, das heißt, er verfehlt uns. Das ist nicht schlecht. Cool. So, da hinten haben wir bestimmt irgendwo, da haben wir eine Kiste natürlich. Was sonst? Ja, die haben eine ziemlich hohe Range von zum Angreifen, habe ich gemerkt. Auf jeden Fall der Feuerball macht 100 Schaden, also killt die Gegner instant. Ich will nicht gegen alle kämpfen. Aber ich muss, wenn ich gegen die an die Dings ran möchte. Oh, jetzt sind aber zwei, jetzt aber unfair. Wir können jetzt theoretisch nach unten oder ich wollte eigentlich nach oben, aber okay. Ich wollte auswählen, wen ich angreifen kann. Ist auch egal. Kriegen wir hin. So, auch in 15 ist verfallen. Der misst wahrscheinlich irgendwann mal. Ja, die Kampfmusik ist jetzt nicht so berauschend, dass ich mir denke, oh, wie geil dieser Kampf ist. Also die Kampfmusik hätten sie bestimmt noch ein bisschen klarer und ein bisschen besser machen können. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Zwei Wurfmesser haben wir bekommen. So, da unten nochmal noch eine Kiste. Die wollen wir uns mal ganz kurz holen. Dieses Menü nervt mich. Achso, das kann man hier oben einziehen. Zieh den Schwanz ein. Und diese Big Spider kriegen wir auch noch locker down. Unsere Flashbomb 1. Das heißt, wenn man erlernt durch die Level dann Skills noch neu dazu, ist auch nicht schlecht. Und man hat da direkt von Anfang an schon Magie und dann halt auf Level 2 direkt ein Special Move. Was haben wir hier noch? Ein Gale Level 1. Was ist ein Gale? Okay. Anscheinend nichts Neues hier bekommen. Das ist wohl entweder nicht für ihn oder das war andere Dinge. Autosave kann man mal anmachen. Wir können auch mal saven sowieso. Und magisch mäßig. Ja, okay, Gale. Plus 3% MP und 2% HP. Und erhöht die Geschicklichkeit um 25% für 3 Runden. Oder in 3 Rounds ist doch eigentlich in 3 Runden, aber es ist eigentlich vor 3 Rounds. Ist auch egal. Und da haben wir sogar noch einen Freeze. Ein Wasserball. Ich hoffe mal, die Olle ist jetzt mit dabei. Hi. Die Quest ist mir gerade egal. Ich will spielen. Boah, weißt du, typisch Frau, ey. Hi. Oh, ich liebe dich, ich liebe dich. Okay. Yay. Schließt sich mir an, jetzt so ein gutes. Siehst du, geht doch. An, jetzt muss ich sie nach Hause bringen, wa? Ich glaube, ich spinne, ich bin doch kein Babysitter. Na gut, dann bringen wir sie nach Hause. Ganz fix nach Hause. Oh nee, keine Monster Blitz. So, kann ich mir irgendwo vorbeischleichen? Haha! Bitch! Ach scheiße, ist in the town. Hier ist doch die Town. Ist in the town. Hä? Hey, bin ich doof? Kannst aber erstmal die Kiste mitnehmen. Eine Small Potion, aber hier oben geht's doch nicht lang. Bin ich falsch gelaufen, wirklich? Oh nee, oder? Nicht, dass es da oben war. Leck mich am Arsch, ey. Nee, da oben war doch Tatsache, doch, da war ja, ach scheiße, da war sogar noch ein Kristall gewesen. Ach nö. Ja, Leute, immer schön aufpassen, ne? Sonst macht ihr euch Umwege, aber jetzt muss ich ja eh nicht mehr an die Dings ran. An die war doch nicht, hä? Bin ich blöd? Ich dachte, da war ein Kristall gewesen. Jetzt muss ich trotzdem mal gegen die kämpfen. Fireball. Aber wo geht's denn dann lang, wenn es da hinten nicht lang ging? 113 Schaden machen wir mittlerweile schon. Nicht übel.
Aber die hauen wirklich krass rein in die Zauber. Ja, wenn wir jetzt noch einen zweiten, wäre es natürlich mega geil, aber nee, kriegen wir ja nicht. Wir haben etwa da unten Platz für noch zwei weitere Einheiten, denke ich mal. Nur wenn man ganz stark quetscht, dann kriegen wir sogar noch drei Leute hin. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. Also hier muss man die Olle holen und fertig war's. Mountain Path. Vielleicht hier unten noch. Ah ja, hier unten geht's noch lang. Die Pearlstown. So, müssen wir die hinbringen. So, wer möchte eine Frau haben? Ich habe eine Frau zu verkaufen. Ne, geh mal weg, Alter. Ich will dich nicht anquatschen. Also hier bin ich schon mal falsch. Nein, auch nicht. Geh weg, Mann. Forget it. Piss dich. Ich meine natürlich, du netter Mensch, geh bitte weg. Gut, hier ist man schon falsch. Das ist ein... Ah, die Steuerung ist zum... Kotzen. Da war sie zumindest schon mal nicht wohnhaft. Ah, da haben wir noch welche, aber das sieht auch schon wieder wie ein Equipmentladen aus. Wie ein Schmied oder sowas. Weaponry, okay. Dann ging es hier auch wieder nicht lang. Da haben wir noch zwei. Majors Haus. Ah doch, da ist sie schon. Da ist sie rausgekommen. Ah, komm her, liebste Prinzessin. Ey, gehst du fremd? Blöde Kuh. Ich lass mich scheiden. Ah, jetzt habe ich die Quest verpasst. Na, ist ja egal. Der läuft von alleine, sehr schön. Brauche ich das nicht machen? Carlos! Carlos! Ah, okay, der textet uns Gems voll. Ah ja, okay. Juckt mich ehrlich gesagt gerade null. So, jetzt gehen wir wieder ganz zurück. Wir sollten ja eigentlich die Quest machen, die hinterlaufen. Und was ist jetzt? Da hinten ist der Typ. Was? Achso. Jetzt soll ich wieder zurücklaufen, oder was? Ach nee. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen zu unserer normalen Stadt, zu einer Anfangsstadt. Also ist eigentlich nicht weit weg. Trotzdem nervt es, weil da wieder Gegner und ewig viele hässliche Menschen hier im Weg sind. Ich hasse euch. Nein! Na gut, da muss man einmal kämpfen. Feuerball. Also an sich glaube ich, ah, geh weg. Scheiß blaue Flamme. Hat das Spiel schon was? Aber irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was. Also ja, die Steuerung ist schon mal, das ist immer so toll. Aber gut, das ist halt ein Tablet, ne? Komm hier. Ich bin zurück. Ja, mein Sohn. Sorry, wenn ich die ganzen Dialoge über Texte, aber zu viel gequatscht, da habe ich keinen Bock drauf gerade und hier scheint was passiert zu sein. 10 Minuten früher. Die beiden scheinen sich entweder nicht zu vertragen oder sie vertragen sich gerade. Nein, sie haben den Kristall kaputt gemacht, der Energiekristall. Die böse Frau. Ah. No, keiner tut meiner Schlange was an, Schnalle. So, so. Der mysteriöse Mann ist also... Oh, jetzt kann ich mal mehr zurückgehen. Der mysteriöse Mann ist also unser Freund. Oder zumindest Cliffs Freund. Hoffentlich. Oh, das war ein Doppelschlag. Und Jack hat Level 4 erreicht. Yay! Jack, Glückwunsch! Während Jack unterwegs war, hat der Mysterium-Mann sich hin teleportiert. Und sie suchen etwas, haben es aber immer noch nicht gefunden. Und jetzt kommt der Held an, Leute, der Held kommt. Okay. Was immer das gerade für eine Abfrage war, ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal jetzt zu EO, wie er rast, wie er richtig rast. Der Bürgermeister ist da. Aber sie scheint sich nicht gut zu fühlen.
Was Schlimmes ist bei dir passiert und Cliff soll jetzt, ja. Wir bekommen zumindest ein Magic Gem. Noch einer, wir haben jetzt mittlerweile schon 1000 Kristalle. Okay, Erde ist eher so verteidigungsmäßig Chaos. Das sind alles so Freunde, also Freeze Level 1 und Gale, Freeze Level 1 und Erde, Magic Flame Level 1 sind so die beiden Damage-Dinge. Der Rest ist halt so unterstützend, statt schadenmachend. Was haben wir hier unten noch? Ah ja, unsere Kiste, Battle Items. 250 Schaden, so ein Wurfmesser, krasse Sache. Hier, Magic Gems, das hat die Gems. Die Gems, die wir gerade hatten oder die wir bekommen haben. Und jetzt ist schön die App abgestürzt, ganz klasse. Der wollte mich nicht auf die Schatztruhe klicken lassen, ganz toll. So, probieren wir es nochmal. Ah, jetzt zögert er sich nicht mehr. Gut, ja, wie gesagt, hier. Na, ist egal. Gut, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Es gab ja eigentlich nur einen Weg, ne? Ist ja nur da unten lang. Bei der Stadt hier. Und theoretisch können wir auch mal in diesen. Ah, geh mir doch einen Sack, ey. Ja, komm, gib mir Heilung. Die können uns auch immer heilen. Ja. Nee, danke. Ich würde eigentlich mich weiter nach wegbewegen. Ich wollte weg von ihr. Magic Gem Shop. Wahrscheinlich kann man die auch noch upgraden dann später. Stormwind. Schön. Der Sturmschaden, also Windschaden halt. Hier haben wir Erdeschaden wahrscheinlich. Rocks. Healing haben wir. Oh, Healing ist nicht schlecht. 200 HP regenerieren. Liquid plus 2% Intelligenz. Air Level plus 2% Dextry. Bla bla bla. Und das, was wir alles im Dings haben, im Beutel, das theoretisch verkaufen könnten. Aber gerade ist da nicht so wirklich was Tolles dran, ne? Vielleicht können wir hier ganz kurz in den Weaponry Shop gucken. Uns eine bessere Waffe holen: ein Metall-Kurzschwert. Dextry minus 2. Level 14? Darkness Invader. Okay, also die Waffe brauchen wir jetzt erstmal gar nicht angucken. Level 14 haben wir noch lange nicht. Und ich glaube, was anderes gibt es ja auch nicht. Das heißt, das ganze Standard-Equip müssen wir behalten. Schade. So, kommen wir jetzt rechts raus. Ach ne, ging ja gar nicht. Okay, da ist er auch nicht lang. Dann, glaube ich, müssen wir unten lang. Da ging es ja noch raus. Da konnten wir am Anfang nicht. Er hat uns ja geblockt. Er wollte nicht, dass wir rausgehen. So, gehen wir ihn kämpfen wir jetzt. Aua, der greift mich vorher an. Das ist unfair. Und da der davor jetzt gerade eben, was gemacht hat, können wir mal die Spinnen angreifen. So. Stirbwölfchen. Irgendwie ist die Hitbox komisch, wenn man komische Dinge treffen. Beim Gegner, ehe man den angreifen kann. Piu, immer so ein bisschen in Mitte Richtung Mitte des Körpers. Wo ist eigentlich unser Charakter? 84 Erfahrung haben wir? Okay, 84 sind nicht mehr so viele. Bis wir dann wieder das Level haben. Questmäßig? Village of Origin. Also was für ein Logbuch gibt es hier Tatsache auch. Ne, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht lang. Naja. Schade, dass man noch keine AOE-Skills hier hat. Wäre natürlich ganz nice. Der ist trotzdem in Darkness. 63 Schaden gerade, habe ich das richtig gesehen. Krasse Sache. Also immer so Richtung hinter den Kopf. Und dass es übrigens delayed ist, liegt nicht an mir, das ist wirklich an dem Spiel. Also das kommt wirklich mal etwas verzögert. Das ist aber auch am Anfang schon so. Ein Kristall haben wir bekommen. Ist auch schon am Anfang so gewesen. Ein A-Drops. Komm ich da unten hin? Naja, wir könnten hier hin. Village of Origin, das wäre schon mal richtig. Ist doch schön, wa? Ist doch schön, wenn das alles so funktioniert, wie man möchte. Da haben wir den nächsten. Theoretisch da, wo wir hier drauf gerade standen, ist so, glaube ich, dieser Platz für das Energieding da.
verschlossen. Vielleicht sollte man mit den Leuten reden. Vielleicht aber auch nicht. Explosives Schwert. 109 ATK, Demon Slings. What? Wow. Flammenschwert. Ein Rainbow magischer Stein. Holy Light. Krass. Alter, was das für geiles Zeug hier ist. Aber können wir uns natürlich noch lange nicht leisten. Also nicht leisten. Leisten auch nicht, aber wir brauchen ja wesentlich höheres Level, ne? Okay, hier sind noch Potions dabei. Hunting Dagger. Also Wurfgegenstände gibt es ja auch noch. Gut. Wie es weitergeht, Leute. Der mysteriöse Merchant, der redet gerade mit uns, aber das könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne selber dann spielen. Alle Links natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von einem neuen Angespielt-App. Ich sag mal so, für mich, es hat so ein bisschen was von Grania gehabt, aber so den Charme von einem richtigen, ja, irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was. Vor allem ist es Englisch und Englisch ist immer nicht so, da muss man mal nachdenken und nachdenken, das wollen die Leute meistens immer nicht. Sie wollen spielen und verstehen. Aber gut, das war's gewesen. Die angespielte App ist fertig, wie gesagt, in der Videobeschreibung alle Links in den Google Play Store und in den iTunes Store, sofern es in den beiden vorhanden ist. Ja, und das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.